Doktor, pass auf, Dr. Zombo. Das macht das hier alles schon wieder viel epischer, als es eigentlich sowieso schon ist. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Diversity Nummer 2, Part 4. Ich bin der Willkommensbrand oder einfach nur Yannick. Und zusammen mache ich das alles mit... Ja, wo ist er denn? Er ist weggelaufen! Wo ist er denn hin? Der Hund! Mit Max zusammen, aka Schloto. Und ich habe euch in den Kommentaren gesagt, dass ihr jetzt entscheiden dürft, was wir als nächstes machen. Und da bist du, kleiner Schlawiner. Und wir machen heute Escape, weil die meinten, wir stellen uns wahrscheinlich sehr, sehr dumm an. Haben wir beim letzten Mal zumindest. Ja, haben die gesagt, wir sollen das machen, oder? Sie haben gesagt, wir sollen das machen und wir stellen uns dumm an. Und das deswegen... Ist richtig uncoole Leute, wenn die gleich schon sagen, dass wir uns dumm anstellen, ne? Das finde ich auch immer dann schon sofort hart, also, nee. Weißt du, das heißt quasi, wir sind scheiße. Das ja, Spaß. Genau, das heißt quasi, wir sind dumm. Danke. So, auf jeden Fall Escape, der Zweig, und wir müssen jetzt ja wahrscheinlich... Pass auf, jetzt kommt wieder Shirley. Escapen. So. Ich bin gestorben. Respawn. Ah, okay, jetzt haben wir hier unseren Respawn-Punkt. Und wir müssen von hier aus jetzt wahrscheinlich dann escapen. Da ist schon mal ein Schalter. Siehst du, so dumm bin ich gar nicht. Ich hab den gesehen. Siehst du? Dann kann man hier hoch. Oh Gott. Ja, komm nach oben, komm nach oben. Nicht bekämpfen. Max, komm zu mir. Ich bekämpfe aber gerne. Oh, Alter, kommt da jetzt unten viel. Ei, guck mal. Stirb da drin. Oh Gott, ich glaube, ich muss... Ah! Ich dachte gerade, dass Lava kam und ich deswegen nicht. Hier sind zwei Wände. Okay, wir müssen jetzt richtig so... Pass auf, ich mache jetzt epische Musik, pass auf. Und jetzt ist hier Indiana Jones Time. Ne? Jetzt geht's hier ab. Jetzt müssen wir hier den Schalter finden. Oder pass auf, irgendwo... Hier ist ein Knopf. Pass auf, siehst du? Ich habe nämlich mit dem Knopf jetzt hier einen Weg geöffnet. Ich bin schlau. Return to Hub, da drücken wir nicht drauf. Hier ist ein Dings. Leave this place. Oh, das wird hier richtig sorry-lastig. I have used up the last of my resources to craft this book and chest. To whomever finds this journal, I'm sorry to hear you have suffered the same fate as me. I too dreamed of the glory of gaining the Sion Wall, but this place there is no hope. How stupid we were, you and I know, to simply leap into the center of a hole, as if we were smarter than the markers and knew what could happen. I too thought it was a miracle to be reincarnated after the fall, but this place holds a great evil. I beg you, leave this pathetic branch of death, return to Hub, and avoid the fate that I have suffered. Forever I lost in this trap, I have used my final breath to heed you this warning and double check my spelling if you could. Doktor, pass auf, Doktor Zombo. Das macht das hier alles schon wieder viel epischer, als es eigentlich sowieso schon ist. Oh, das war unseriös mit dem WhatsApp-Ton. Mann, Max. Unseriöser Typ, du. Müssen wir jetzt einfach geradeaus? Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Alter, das war jetzt eine Sprachnotiz in der Aufnahme. In der Aufnahme. Warte, ich glaube. Oh, hier müssen wir wahrscheinlich drunter her. Okay. Nein, hier müssen wir nicht drunter her. Zumindest sehe ich hier keinen Weg. Müssen wir vielleicht da hoch? Ja! Smart Guy. So. Oh, wir sind richtig. Hier ist überall Wasser und alles ist dunkel. Ich sehe nichts. Oh, jetzt. Okay. Da vorne ist ein Schalter. Und ein Creeper-Gesicht. Max, das wird immer epischer. Das Creeper-Gesicht öffnet sich. Wo sind wir hier nur? Max, wir müssen jetzt richtig auf Expeditions machen. Ach so, oh, was könnte das nur sein? Wir gehen mal nach rechts. Was könnte rechts auf uns warten? Oh. Ein Schalter. Hier geht's nach rechts. Oh Gott, sind hier vier. Alter, was sollen wir hier noch tun? Oh, ich gehe mal in das Grüne, komm mit am besten. Ich bin in Blau. In so. Ja. Das war, glaube ich, eine Farbe. In Gelb. Ich bin in Gelb und hab was gefunden. Ich kann hier, wenn ich die Fallen nicht auslöse, weiter nach vorne. Und hier ist... Ich habe auch was gefunden. Ich habe Emerald Ankh. Also in jedem Dings... Aber das ist jetzt blöd, wenn wir uns aufteilen, weil... Oh Gott. Weil ich dann gar nicht sehe, was bei dir da alles abgeht. Das möchte ich alles sehen. Ach so, jo. Was ging denn hier bei dir? Nehme ich das jetzt auf. Ach! Ja, ich sehe, was bei dir geht. Ist in Ordnung. Gut, du machst den Dings. Das habe ich jetzt gesehen. Dann gehe ich jetzt mal in den Roten. Ui, der Rote geht... Der Rote geht aber tief. Ich glaube, ich muss da... Oh, nein, ich bin gestorben. Nein! I'm dead. So, diesmal treffe ich das aber. Yannick hatte noch nie in seinem Leben helle Ringe gesehen. Lyncht mich. Nein, ich... Ich bin doof. Ich finde aber Escape ist... Ich wollte ja eigentlich Adventure machen, aber ihr habt in den Kommentaren ja gemeint, ja, mach mal Escape. Ich finde Escape
ist beinahe bis jetzt schon wie Adventure. Ich meine, das ist ja irgendwie so ein, weißt du? Wo ist denn das hin? Ich hab jetzt ein gelbes. Behalt das erstmal. Okay. Was haben wir denn? Wo warst du denn drin? Ich war noch nicht in Blau. Okay, geh ich mal in Blau. Sie. Okay, in Blau muss ich irgendwie springen. Okay. Boah, haltet die Fresse. Das macht das alles so unseriös, Max. Mensch. Wir sind hier doch gerade auf einer Expedition. Das darf halt nicht passieren. Wow. Wow. Ja, was? Wow. Ja, das ist nicht cool so. Warum bist du jetzt wieder so? Oh, ich hab meinen Snickers nicht gegessen. Du Diva. Okay. Hast du überhaupt gleich noch Atem? Nö, ich sterbe hier. Ich hoffe, hier geht's nach oben. Oh, ja, hier geht's nach oben. Oh, gut. Hier ist aber nur eine Luftluke. Ja, ich hab's gehört, du hast schon Hits gekriegt. Gut, aber da, wo du nach links gegangen bist, war nichts, ne? Musst du wahrscheinlich hier lang. Ja, nee, ganz am Anfang nach links bist du erst gegangen. Ich gehe mal nach rechts, geh du mal nach links. Oh rechts Gott, ist was? Rechts ist Luft. Ich hab hier auch Luft. Oh, Luft. Dann von hier aus wahrscheinlich nach links. Weil damals war Escape by Diversity 1 ja, dass man so ganz viele Dings gehen musste und irgendwie nie den Weg wusste. Und hier ist das ja so eine richtige Story, finde ich. Das finde ich cool. Sorry, ihr wollt alle meine Story. Jetzt kommt die GEMA und knallt mich. So, weil wir ein Cover gemacht haben. Oh ja. Huh. Bums mir im Pöter. Okay, lassen wir das, ne? Bitte? Okay, wir haben es aber geschafft. Nice-os und zurück. Dann hat jeder von uns jetzt zwei Dinger. Wie fandst du damals immer Angela Anaconda? Derbe cool. Ich fand den Zeichenstil auch ziemlich cool. So, hier müssen wir jetzt bestimmt, genau, hier müssen wir jetzt reinsetzen. Hier muss grün rein. Da muss rot rein und da links noch blau. Yeah! Schier. Okay, warte. Oh. Hier ist ein Knopf. Ich glaube, wenn man... Wow. Das ist cool gemacht. Okay. Ich drücke gleich den Knopf auf 3, 2, 1, go. Und bei go rennen wir los, okay? 3, 2, 1, go. Ich renne nicht. Ah, nein! Okay, nochmal. Das schaffen wir diesmal. 3, 2, 1, go. Nein! Wie soll man das denn schaffen? Vielleicht muss man auch... Nein! Wie eng! Man muss springen beim Rennen, dann ist man, glaube ich, schneller, weil ich das gerade richtig gesehen habe. Nein, das wird nichts. Ich bin einmal am Anfang stehen geblieben. Das ist hier alles so schwer. Ja. Aber wir müssen ja auch escapen. Wir sind hier gerade richtig bei dem... Ich hasse mein Leben so. Ägypten? Dann muss man ja damals was... Ja, ich bin durch! Juhu! Mach's gut. Du schaffst das, Max. Ich glaube an dich. Ich kann jetzt leider nicht mehr nach oben mit mir das angucken, deinen tollen Gang. Oh. Oh, Gottes Willen. Oh. Danach muss man so ein Stairway runter. Der Stairway to hell in dem Fall. So wie es hier... Nee, to hell. So wie das hier aussieht. Das sieht aus wie bei Harry Potter. Ach, bist du auch durch? Perfekt. Return to Hub. Nein, den Knopf drücken wir nicht, das brauchen wir nicht. Nein! Autsch. Das wird krass. Da müssen wir auf den Kakteen, obwohl, man kann ja auch runter. Aua. Kann man auch runter, man kann runter und an den Tentakeln, an den Ranken dann hoch. Siehst du, ich habe schon viel zu viele Hentais gesehen. Ja, genau, das ich bin momentan in letzter Zeit wieder in meinem Hentai-Flash. Also hast du schon mal richtig realistisch. Ich bin schon mal in Hentai reingezogen. Aua, nein! Hast du schon mal einen angeguckt, so? So, weil du es unbedingt wolltest? Nicht, weil ich es unbedingt wollte, aber so aus Interesse. So, wo man so sich dachte, wie sieht so ein Ding eigentlich aus, wenn man so viele Späße drüber macht. Aber ich habe mir keinen angeguckt, wo ich jetzt dachte, boah, geil, jetzt wichsen! Okay. Könnte ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ah, da haben wir auch schon wieder unser klassisches Thema. So, du musst einmal rechts bei so einer Ranke, musst du ganz nach oben. Nicht hier, hier geht das nicht. Da rechts, genau, die ganze Ranke hoch, dann auf ein Kaktus und dann hier rüber rennen, genau. Perfektus. Hier ist aber dunkel. Und wir gehen gleich in verschiedene, ganz viele Gräber. Voll viele Totenköpfe. Ich fühle mich wie in dem Film Katakomben. Gibt's einen Film, der ist, oh, ich bin im falschen Rückgang. Man muss auch zwischen den Zeilen gucken, nicht? Hier gibt's einen Schalter. Ja? Konnte einen Schalter drücken. Ist bei dir was passiert? Nee. Echt nicht? Dann hast du vielleicht einen Schalter drücken müssen und dann ist... Obwohl, guck da nochmal in der anderen Richtung. Ich geh nochmal bei mir rein.
Ich habe vielleicht auch einen Schalter übersehen, die sind ja manchmal echt gut versteckt. Das ist ja auch der Sinn davon. So, Schalter, Malte. Malte, Schalter. Da ist ein Knopf. Bei mir hat sich was geöffnet. Wo 4 Totenköpfe sind. Man kann die Totenköpfe drehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Bei dir hat sich was geöffnet? Ja. Nochmal zu dir. Ich guck nochmal einmal an der anderen Seite. Weil ich glaube, wir müssen erst andere Wege noch öffnen und da gucken, was da abgeht. Zumindest wirkt es so. Weil ich verstehe das nicht ganz. Weil, wenn wir jetzt mal den Gang da runterlaufen, da hat sich ja was geöffnet. Das siehst du ja auch von hier. Alter. Ich sag nicht viel, aber ich wollte gerade zum Laufen die Num-Taste drücken. Meine Damen und Herren, World of Warcraft hat uns geschädigt. Geschändet quasi. Ach guck mal, hier sind doch... Warte, warum sind hier Fackeln in der Wand? Was hat das hier alles zu bedeuten? Übrigens, Nestie 4 sich bester Eistee. Product Placement abgehakt für heute. Aber du hattest doch auch einen Knopf, das heißt, bei dir muss irgendwas passiert sein. Sonst wäre bei dir kein Knopf. Oder bei dir ist noch ein anderer Knopf irgendwo versteckt. Also bis dato verstehe ich das Rätsel auch noch nicht so ganz, was bei mir ist. Bei mir ist nämlich ja dieses Ding. Ah, da oben ist einer. Nice. Perfekt. Da ist irgendwas. Da kann man durchgucken. Ah! Wir müssen Knöpfe finden, denn die sagen uns, wie die Köpfe sein müssen. Der obere muss schräg links unten. Ich kann dir sagen, wie die Köpfe sein müssen. Ah, gleich mal Klick. Wie die Köpfe sein müssen. Rollend? Keine Ahnung. Wieso Köpfe? Kopf. Aha, die Köpfe. Smoke weed every day, every dub day. Oh Gott. Es klingt, als wäre ich so ein Jamaika-Boy, Alter. Ja, der kifft, Alter. Den ganzen Tag nur Stone. Und wenn's so wäre. Das Thumbnail muss auf jeden Fall uns unauffällig so Nesty enthalten. Und, Ort. Da oben ist noch ein Schalter. Und das zeigt mir jetzt wahrscheinlich... Irgendwo da hat sich was geöffnet. Welcher ist das? Der linke, ne? Der linke muss so nach rechts gucken. Du musst nochmal bei dir in der anderen Ecke gucken. Also wenn du jetzt zu dir läufst und dann nach rechts. Da muss irgendwo was sein. Den findest du. Ich glaub an dich. Digga. Zu mir und dann rechts. Ja. Ja, und dann ganz hinten irgendwo. Da muss ein Schalter ganz an der Wand sein. Irgendwo versteckt. Oben, unten. Links, rechts. Fap, fap. Überall. Was? Fap, fap. Fap, fap. Glaub an den Fap, Max. Perfekt. Wo hat sich was geöffnet? Da, unten. Der guckt schräg nach oben. Okay. Und den letzten müssen wir dann durch Try and Error herausfinden. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt die wir gesehen haben, richtig umgesetzt. Aber ich meine schon. So. Wenn du denkst, dass du denkst. Du dann denkst, denkst du nur. Oh. Du hast ein leichtes Spiel. Spiel. Tada! I did it, Dora! Okay, wo geht's jetzt lang? Kommst du? Gut. Ay caramba, mucho grande. Guck mal, Max. Ich bin der Thronfolger. Ich bin... Da, 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 da. Oh nein, meine Dingstaste ist angegangen. Eine Feststellung. Aua! Nein, nicht den... Bring nicht den Thronfolger um. Warte, hier geht's nach unten. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt lang muss. Naja, heißt ja auch Escape. Wir müssen uns jetzt hier irgendwo zurechtfinden, ne? Wo geht's denn hier lang? Sherlock. Ay, caramba. Warte, hier waren wir doch schon drin. Hier kamen wir doch rein, oder? War das nicht der lange Gang, wo wir durchgelaufen sind? Da ist ein Knopf. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ja, hier kamen wir her. Da mussten wir den Knopf drücken und dann kamen wir nach oben, genau. Okay. Waren wir denn gerade auch in der Halle, als wir nach links gelaufen sind? Ja. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Jo, stimmt. Ich lüge dich so oft an. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, ach was. Ist auch echt traurig. Warte, aber... Sei du doch ruhig. Wo geht's denn hier? Jetzt da. Hier ist, glaube ich, eine Wendeltreppe. Oh, cool. Wendeltreppe, Wendeltreppe. Wir sollten auf jeden Fall immer zusammenbleiben. Sagt er und Max findet einen Schalter. Ich bin zurückgegangen. Ich bin einfach zurückgegangen. Hier geht's hoch.
Gegenüber vom Thron bin ich lang. Und dann so eine Wendeltreppe hoch. Ich bin gerade auf dem Weg zur Spitze der Pyramide. Gucken, was hier so abgeht. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Hier geht's weiter. Oh, jetzt sind wir ganz oben. Ich bin quasi escaped. Also ich bin wieder draußen. Oben. Aber ich glaube, bevor wir hier oben überhaupt raus dürfen, müssen wir doch erstmal die Wolle finden. Sonst bringt das ja nichts. Oder ist da hinten die Wolle? Das würde null Sinn machen, wenn da hinten die Wolle ist, weil dann müsste man das Level einfach starten und zurücklaufen. Da steht aber irgendwas, wahrscheinlich Return to Hub, wa? Ja. Ja, nee, wir müssen auf. Wir wissen aber jetzt, wo der Ausgang ist. Der Ausgang ist beim Thronsitz gegenüber. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo es lang. Oder wir haben vielleicht einfach stumpf die Wolle vergessen. Ich kenne uns, das passiert uns oft. Solche dummen. Ich habe noch nie was in meinem Leben vergessen. Nie! Mathearbeit? Hier geht's runter. Die habe ich nie vergessen. Da weiß ich konsequent, dass ich die irgendwie verloren habe. Perfekt, Alter. So. Alter, ich krieg deswegen noch so Ärger, ne? Jo. Ach ja, ist doch egal. Scheiß Oberstufe in 3 Wochen. Ach, in 3 Monaten bin ich da sowieso raus. In 3 Wochen. Max macht gar keinen Abi mehr, der bricht ab. Warte, sind wir hier denn schon mal hochgegangen? Nein, wir sind hier noch nicht hochgegangen. So, was geht hier ab? Die Treppe ist echt schön. Guck mal, hier geht's auch rein. Katsching! Hoi! Da ist die Truhe! Oh, pass auf, noch nicht nehmen! Oh Gott, ich sag noch nee. Good Pharaoh Steve's Hat! Ich evakuiere mich. Okay, wir haben die Wolle. Ich hab die blaue Wolle. Ja, pack da rein. Good Pharaoh, da war der Pharao begraben. Der Pharao. Der Pharao. Der Pharao. Wer war da begraben? Der Pharao. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir damit das. So viel dazu, dass wir dumm sind und das Escape Ranch nicht schaffen. Ein Part, Jungs. Ja, ihr Opfers. Ihr Opfers. So, gut, und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit Adventure, wie ich das ja schon angedroht hat, dass wir das bald machen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt gerne mir eine positive Bewertung dalassen. Bewertung. Könnt ein Abo hinterlassen, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Und schaut doch mal bei Infamous vorbei. Bye. Und wir sehen uns morgen auch schon wieder. Morgen wieder. Bis dann. Dann.